Da seid ihr wieder. So, ich hatte mal in einer Jubiläum, 5 Jahre Jubiläumsausgabe, ein Video gezeigt. Mach ich denn los? Packung von Track and Eat gezeigt. Und die werde ich alle der Reihe nach durchtesten. Eigentlich war geplant, dass ich das heute draußen im Wald mache. Auch mit einem, einem Gasbrenner. Aber leider hat die Arbeit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe zu lange gearbeitet. Und es war schon fast dunkel. Und das wollte ich euch nicht antun. Also machen wir das daheim. Weil das schmeckt daheim. Auch. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Muss mir jetzt eins raussuchen. Ich werde sie alle vier vorstellen. Mal gucken, ob es schmeckt. Ich wollte die. Frosch im Hals. Die Version rausholen mit den Kartoffeln. Also das ist Pasta with Salmon and Pesto, also Lachs Pesto mit Pasta. Natürlich Schnitt. Dann mal Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Ich glaube, das war's. Chili con carne. Das mache ich mir im Wald. Oh, bin ich schon gespannt. Oh. Ungarn-Topf mit Rindfleisch und Nudeln. Das wäre natürlich aber gut, okay. Man spart sich die leckeren Sachen zum Schluss auf. Also heute gibt's Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Und man soll hier aufmachen. Tear to open. Wenn du so auseinander. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Das aussieht. Achtung! Gucke. Ach, hier. Machen wir ein bisschen so Mischi-Maschi. So, dann soll man bis zur Linie. Track and Eat, wo ist denn hier? Wo ist denn hier eine Linie? So, das soll die Linie sein. Aha. Track and Eat. Okay. Mal reinschütten. Das ist natürlich unter unglaublich natürlichen Voraussetzungen, ist klar. Ich befinde mich hier in der Troisdorfer Wildnis. Übrigens, meine neuen Zuschauer, wer sie nicht kennt, das Kraftwerk. Den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Nur vom Weglaufen und hier der Wolfgang, mit dem habe ich mal Kaffee getrunken. Kraftwerk, geile Band. Kann ich nur empfehlen. Musik, wir sind die Roboter. Also, immer rein damit. Ja, mal gucken, ne? So, einmal kurz rumrühren. Da steht zwar nicht eine Anleitung drin. Und dann soll man 10 Minuten lang ruhen lassen. Ja, riecht schon gar nicht mal so beschissen. So, mal umklappen und dann den Zipverschluss verschließen. Jetzt haben wir Mittwochabend 7 Uhr. Ich gucke gleich mal. Ich weiß ja, mich wird es ziemlich reizen, früher fertig zu werden damit. Oder das früher zu essen. So, aufreißen. Bis zur Fülllinie voll machen. Umrühren. 10 Minuten warten. Also es ist Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. 24% Kartoffeln, 24% Röstzwiebeln. Man könnte auch sagen, das ist Zwiebeltopf mit Röstkartoffeln oder 78% Zwiebeln, pflanzliches Fett, Weizenmilch, Speisesalz, 20% texturiertes Soja-Eiweißerzeugnis mit färbenden Röstmalzextrakt. Pflanzliches Fett, Speisesalz, Milchzucker, modifizierte Stärke, Maltodextrin, Hefeextrakt, Milcheiweiß, Karotten, Mais, Verdickungsmittel, Guarkernmehl, Aroma mit Weizen und Sellerie. Ich war übrigens mal bei einem Schnelllesewettbewerb, leider nur zweiter Platz, weil ich einmal husten musste. Aber das war
Anfang der 80er. Wo war ich da? Gewürzsäuerungsmittel, Zitronensäure, Hefepulver, Zucker, Sojasauce, Sojabohnen, Speisesalz, Karamell, Zubereitung, kochendes Wasser bis zur Füllhöhe, 490 ml, direkt in den Beutel gießen, sorgfältig umrühren, Beutel verschließen und 8 Minuten ziehen lassen. 8! Ach, ich hätte mal genau gucken sollen. Ich muss jetzt Pi mal Daumen, oder? Allergene, glutenhaltig. Freunde, da habe ich richtig geschissen, weil ich habe eine Glutenallergie. Die äußert sich durch Bauchschmerzen. Laktose. Ich habe eine Laktoseallergie. Aber nicht weiter sagen. Laktoseunverträglichkeit. Milch, Sellerie und Soja. Sellerie finde ich geil. Sellerie fresse ich pur. Ist wie... So, genug vom Spaß. Ich hole mir jetzt ein Bier. Da warte ich, bis das Ding da fertig ist. Aber ich quatsch euch noch eine Runde voll. Und ich muss immer noch raten, wie lange ich warten muss. Ich habe nicht aufgepasst, wann genau. Ich hätte da auf die Uhr am Telefon. Also ich filme ja mit meinem Samsung Galaxy Note 3. Ich hätte aufpassen sollen, wann das losgeht. Jetzt muss ich raten. Ich denke mal, läuft jetzt seit 3 Minuten oder ist er da drin? Ich gebe ihm jetzt noch 5 Minuten. Wir haben gleich 7 Minuten am Laufen. 5 Minuten. Dann sind wir gleich bei 12 Minuten. Dann mache ich das Ding auf. Dann wird er gegessen. Und ich werde das nicht. Ach, ich hole mir jetzt ein Bier. Haltet die Fresse. Moment. Und natürlich, da wir im schönen Köln sind, also in der Gegend um Köln, Gibbet, Gaffel aus der Büchs. Wahrscheinlich auch jeder Bushcrafter, Survivalist. Was der Geier wäre noch dabei. Also dann. Prost. Auch von Kraftwerk. Ich habe noch nie Gaffel aus der Dose getrunken. Ich habe es mir vorhin gekauft. Also mal gucken. Naja, das ist Kölsch, ne? Lecker. Und da ist ja nicht, wie viele Bushcrafter oder Leichtgewichtstracker. Da muss ich zu etwas kommen, was ich neulich gesehen habe. Aus dem Beutel essen will. Esse ich aus einer Tupper. Und Achtung, was ist das denn für eine Tupper? Ah, da ist der Deckel noch mal richtig drauf. Guck mal, wie flach die ist. Was ist denn das für eine Tupper? Das ist eine Falttupper. Das kann Teller sein und auch. Ich hätte da extra ein Video drüber drehen sollen. Doof. Das kann Teller sein, tiefer Teller oder Schüssel. Hat mir meine Frau für, glaube ich, 3 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Habe ich dann erstmal gewaschen und desinfiziert. Man weiß ja nie, was man kriegt. Ziemlich cooles Ding. Und da ich jemand bin, der seine Quellen nennt, im Gegensatz zu manch anderen, die Idee dazu habe ich von Marius Freisinger, der Film an meine Frau. Es gibt ein Video, das heißt, zusammen mit Arthur bei Globetrotter und Victorinox, so in etwa. Dann hat er da so ein Blau gehabt. Ich sage, Junge, was ist das denn? Oder. Oh, nee, es ging darum, wir haben so eine einen Faltteller gesehen bei Globetrotter. Der kostet, glaube ich, 12 Euro. Und sagt, ja, ich habe was Ähnliches und zeigt mir das. Und sagt mir, oh, Tupper. Tupper. Hör mal, das ist wie mit allem, was worauf Frauen stehen. Künstliche Nägel, Tupper, Thermomix,
dies und das und jenes. Na gut, sagt sie, ich besorg dir eins. Und dann waren wir im Flohmarkt und haben wir eins gesehen. Gebraucht, aber sehr gut erhalten. Wie gesagt, sie hat es gespült, dann habe ich es zu Hause, also hier, desinfiziert. Nochmal gespült. Ich denke, jetzt ist es wieder so gut wie neu. Ihr macht also den Deckel auf oder ab. Und dann seht ihr hier schon diese Ringe. Das sind die Faltringe. Und jetzt kommt's. Seht ihr das? Mal, ist das pfiffig oder nicht? Ich finde das cool. Das ist eine Schüssel. Wenn ihr das mitnimmt, habt ihr auch schön durch den Deckel, und der ist wasserdicht, eine Möglichkeit, Wasser zu transportieren. Wenn ihr irgendwie an einem See oder einem Bach vorbeikommt, der nicht gerade so tief ist. Das ist eine coole Sache. Jetzt nehmt ihr das hier drauf. Dann ist das Ding wieder flat, platt wie ein Pfannkuchen, oder? Oder wie mein ehemaliger Vorarbeiter, der Micha Habücke, gesagt hätte. Breit wie Pizza. Jetzt sind wir bei 11 Minuten. Ich kann nicht abwarten. Ich bin so gespannt darauf. Ich mache natürlich, mache ich dazu in etwa tiefer Teller. Oder? Ist auch okay. Tiefer Teller. Das wäre dann normaler Teller. Aber ich brauche einen tiefen Teller, damit ihr auch was sehen könnt. So. 11:44 läuft das Video. Ich trinke noch schnell auf euch einen Schluck. So, dann wollen wir mal gucken, ob keiner guckt. Nochmal umrühren. Es sei verraten, das sieht so aus, wie es klingt. Mein Abendessen. Für 5,95 Euro hätte ich auch machen können, für, glaube ich. Naja, 2 Zehntel. Aber heiß. Also, so sieht's aus. Ja, also super angerichtet. Super angerichtet. In der Super Tupper. Echt so geil. Ich finde das so geil. Danke, Marius, für diesen Lichtblitz. Echt, also Marius, 17 Jahre. Super Typ. Echt. Und jetzt gibt's gleich Futterage. Mal gucken, ob das besser schmeckt, als es aussieht, weil das sieht nicht gut aus. Aber ich mache die ganze Serie durch für euch, damit ihr das nicht durchmachen müsst, weil ich es gerade durchmache und schmeckt mir nicht. Übrigens, ich hätte auch mein T-Shirt mal bügeln können, oder? Keine Muskeln mehr vorhanden. Arme Sau. Also, guten Appetit. Man merkt, da sind Zwiebeln drin, da sind Kartoffeln drin. Da ist ja Mais drin. Aber so rein geschmacklich. Also es schmeckt nicht beschissen. Aber es hat relativ wenig Geschmack. Es hat wohl durch die Gefriertrocknung einiges an Geschmack verloren. Mal gucken, was hat er denn hier an Nährwerte? Pro 100 Gramm trocken Produkt. Was steht das denn hier, mein Gott? Brennwert 177.
Kohlenhydrate 20. Nee, Eiweiß 20, Kohlenhydrate 38, Fett 21. Übrigens, produziert von der Firma Ketadyne, Katadyne, die werdet ihr kennen, durch die Ketadyne oder Katadyne Wasserfilter. So, also es fehlt da ein bisschen an Geschmack. Da ist genug Stoff drin, der überlebt. Kohlenhydrate, tralala. Was mich ein bisschen wundert, sind, das ist ja auch ein bisschen verschwommen, weil der Drucker, das ist hier hinten nur aufgedruckt, die Originalverpackung. Nee, siehst du, genau das ist das. Seht ihr, das ist hinten ein bisschen verschwommen, das ist, ich kann nur raten, das sind so 1700, das sind 1666. Das müssen pro 100 Gramm Trockenprodukt 400 Gramm sein. 400 Kalorien. Ach nee, das steht ja vorne drauf. Das hat 639 Kalorien. Nur von einem normalen Kalorienverbrauch von einem Erwachsenen im Urlaub oder beim Tracking aus von 2000. Müsstet ihr also da, ja, gute. Oder bei Bushcraft und Survival, also müsstet ihr, oder Preppen, müsstet ihr 4 Packungen davon fressen. Das sind 6 Euro pro Packung, sind dabei 24 Euro pro Überleben. Guck mal mein Prepper-Video vom letzten Wochenende. Da wisst ihr Bescheid, dass man auch günstiger überleben kann. Aber so für da drin, warm zu warm, das bringt mich auf eine Idee. Viele von diesen Fertigfutterpackungen, wie immer, von Radolf Gaumenschmaus und so weiter, die sind auch in einer ähnlichen Verpackung. Zwar nicht so wiederverschließbar, aber ihr könnt das ja umdrehen und mit Multitool hier festklemmen, damit die Hitze nicht entweicht, und dann so essen. Und da bin ich mir fast sicher, das gibt den gleichen Effekt und den gleichen Sinn wie diese Packung. Aber ich will nicht schimpfen, ich habe es noch nicht wirklich richtig probiert. Ich kann auch nachwürzen, aber das ist schon teuer, oder? Also ich will jetzt nicht, ich will nicht strunzen. Ich verdiene als Kraftfahrer meiner Firma wirklich eine Menge Knete. Also das wahrscheinlich, das überschreitet wahrscheinlich so ein bisschen das. Oder kommt so in Richtung Polizisten Salärgehalt. Natürlich normaler Streifenpolizist. Aber muss das gilt ja nur so ein Schornstein, durch den Schornstein pfeifen, oder? Also, nochmal. Es fällt auf, da fehlt wirklich Geschmack. Nimm ich nochmal meinen Maggi. Kommt ein bisschen Maggi rein. Mal rumrühren. Also müsst ihr wohl Maggi mitnehmen, wenn er das hier ist. Ich hoffe, die anderen Packungen, die werde ich ja jetzt in den nächsten Videos auch mal verputzen. Die sind nicht so geschmacklos. Das hat wirklich kaum Geschmack. Und schmeckt, Kartoffeln haben so einen geilen Geschmack, aber ich schmecke keine Kartoffeln. Zwiebeln haben pur. Also ich esse auch schon mal eine Zwiebel ohne alles. Einfach nur Shell und rein damit. Das hat so einen intensiven Knallergeschmack. Das ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Aber hier schmeckst du weder Kartoffeln noch Zwiebeln. Und der Mais, der auch eigentlich einen richtig geilen Geschmack hat, esst mal Maisbrot. Oder lass das mal machen oder mach das mal selber. Der hat so einen geilen Geschmack. Ich schmecke davon nichts. Ich merke nur, dass da irgendwann im Mund ist. Aber ohne Geschmack. Und jetzt schmecke ich Maggi. Also, track and eat. Food for your outdoor life. Das ist böse gemeint. Ich will auch nichts schlecht machen, aber das schmeckt irgendwie nach nichts. Und dann für 6 Euro 5,95. Naja, gut. Ein deutsches Sprichwort sagt, der Hunger treibt's runter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich will so ehrlich sein, wie ich kann.
Ich will das nicht schön reden, weil es ist nicht schön. Das schmeckt doch nicht gut. Das schmeckt nach nichts. Schmeckt nicht beschissen. Wenn es beschissenen Geschmack hätte, würde ich das sagen. Aber das hat gar keinen Geschmack. Jetzt schmeckt es nach Maggi. Aber ansonsten. Und seid euch sicher, ich esse das Ding leer, weil ich will das nicht wegschmeißen. Ich schmeiß keine Lebensmittel weg. Sieht man ja auch. Hoppala. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich trinke jetzt für den Geschmack lecker Gaffelkölsch aus der Dose. Prost, Freunde. Und bleibt mir gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mad Idiot. Übrigens, wo ich Mad Idiot habe, es gibt ein Lied von Wolfgang Niedecken und seine Komplizen. Da singen die am Anfang Mad Idiot, Mad Idiot, la 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 la. Also so ein Reggae-Lied. Also, Mad Idiot. Tschö. Oh, Geschmack.